Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, ihr habt fleißig Hausaufgaben gemacht, wie der MacVorago immer so schön sagt. Und wir haben jetzt hier eine große Brikettfabrik mit einem Abzug und einem großen Schornstein. So, und der MacVorago hat mir da eine sehr, sehr ausführliche Beschreibung gegeben. Also mit dem Sprengstoff Typ C soll ich den Turm in Richtung Halle sprengen. Okay, das bedeutet also in Richtung Halle. Muss ich mal schauen. Werden wir also erstmal hier Sprengstoff Typ C machen. Den werden wir auch hier auf die Zündstufe 1, auf den Zündkreis 1 legen. Würde ich sagen, setzen wir einen Böppel hier unten hin. Vielleicht so direkt über den Boden. Und dann vielleicht noch einen so einen Tick höher. Das sollte eigentlich für den großen Schornstein ausreichen, damit der hier rüber Richtung Halle fällt. So, dann hieß es, in der Halle, die Pfeile, die gucken wir uns jetzt mal an. Und da wechsle ich schon mal, die möchte der MacVorago mal getestet haben mit B, mit Sprengstoff B. Gut, dann werden wir das mal probieren. Also, das heißt, dann setzen wir einen Pfeiler da mal unter Feuer, einen hier... So, einen setzen wir dort drauf. Oh, mal gucken, oh, die ist noch schön dran diesmal, also keine grafischen Probleme. Ja, da habt ihr ja auch schon gesagt, dass das Spiel so ein bisschen ab und zu buggy zu sein scheint. Aber nun ja, ich versuche mich hier tapfer zu schlagen. Da danke ich euch auch für die aufmunternden Worte in den Kommentaren. Jetzt habe ich natürlich wieder Mist gebaut. Während ich euch lobe, baue ich hier schon wieder Mist. Siehst du, da kriege ich nämlich schon gleich wieder den nächsten Rüffel. Denn die Planung sollte nicht ganz so aussehen. Also von den Böppeln her schon. Allerdings sollte das auf einen anderen Zündkreis laufen. So, ich habe mir das nämlich mal ganz genau aufgeschrieben. So, das soll nämlich auf den Zündkreis 2 mit einer Sekunde Verzögerung. So, also dann werden wir dementsprechend mal hier die Kerlchen anplatzieren. Den können wir ja mal hier in die Mitte setzen. Den setzen wir auf die Seite. Den setzen wir mal da drauf. Und den setzen wir da hinten drauf. So, mal gucken, ob das jetzt alles auch so passt von der Platzierung her. Das sieht gut aus. Okay. So, und jetzt haben wir vom Typ 14 auf den Zündkreis 3. Möchte das der MacVorago haben. Allerdings nur mit einem Abstand von einer halben Sekunde. So. Probieren wir mal. Damit die Wände sprengen. Und wir haben 14 Sprengsätze. Da können wir also richtig viel machen. So, das scheinen Scheiben zu sein. Also denke ich mal, werden wir die Scheiben selbst nicht zwingend hier brauchen. Also werden wir das mal vielleicht hier in die Mitte setzen. 14 Stück haben wir. Da ist aber auch noch Pfeiler. Das ist natürlich jetzt auch blöd. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wie viele wir hier zusammenkriegen. So, jetzt haben wir noch 10 Stück übrig. Müssen ja nicht an den schmalen Teil, denke ich mal, nicht hier an den Pfeiler. Oder, nee, den nehme ich mal weg und setze den mal so da in die Ecke rein. Ich glaube, das ist dann vielleicht etwas besser. Da setzen wir hier noch. Nee, den setzen wir auch in die Ecke da rein. Und hier, wie machen wir es hier? Da bleibt der Pfeiler sonst stehen, da bleibt das stehen, da wird das gesprengt. Setzen wir hier einen hin und hier einen hin. So, da haben wir den großen. Ich denke mal, das sollte soweit funktionieren. Dann nehmen wir den hier weg und setzen den mal da hin. So, jetzt haben wir noch 6 Stück. Da waren wir doch sehr, sehr großzügig, sagen wir mit der Verteilung. Jetzt haben wir nur noch 4 Stück. Da drüben ist alles platziert, aber uns fehlen ja noch ein paar. Überlege ich gerade, wie wir das machen. Nehme ich mal den hier aus der Ecke raus. Setz den mal dahin. Dann setzen wir da noch einen hin. Jetzt haben wir noch 3 Stück übrig. Wir brauchen ja nur eine Quote von 60%. Einen setzen wir hier noch hin. Ist die Frage, ist das so sinnvoll in die Mitte? Ich traue dem Braten nicht so. Ich würde sagen, wir setzen die lieber hier so halb an die Ecke ran. So, einen haben wir noch. Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Da drüben haben wir soweit alles gemacht. Hier ist die Sprengung in der Mitte. Dann setzen wir hier noch einen hin. Und jetzt haben wir ja noch 2 Stück Typ C übrig. Da weiß ich jetzt nicht, ob der MacVorago möchte, dass ich das auch an den Turm setze. Oder wollen wir das eventuell mal probieren? Vielleicht hier an die Verrohrung. Aber es darf ja auch nichts nach außen fallen. Also das ist dann auch so ein bisschen tricky. So, Zündung für 2.
Dann machen wir das mal ganz extrem. Da drüben haben wir ja nicht viel nebeneinander sitzen. Setzen wir mal da noch einen großen Bumser hin. Obwohl, den machen wir dann nur auf Zündkreis 4. Würde ich sagen, mal so in Ergänzung zu der Idee vom Mekwuragu. Setzen wir auch auf eine halbe Sekunde. Das müsste eigentlich passen. Und da hinten hat man doch auch noch irgendwo eine Ecke, die nicht so besonders ausgefüllt war. Setzen wir da noch einen hin. Den können wir ja mal so halb unter die Decke pflanzen. So, und ich denke mal, das ist eigentlich ganz okay. So, wir schauen uns das Ganze aber ein bisschen aus der Distanz an. Das heißt, ich werde mal hier zur Sicherheit ein wenig in die Ecke gehen. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir die alte Brikettfabrik so nicht kaputt kriegen. In diesem Sinne, ich hoffe, Mekwuragu, deine Idee ist gut. Wir schauen uns das an und wir zünden einmal den ganzen Spaß. Jetzt gibt's gleich Bösrums. So, und wir sind jetzt schon bei 61%. Der Turm fehlt wunschgemäß nach innen. Das ist schon mal richtig gut, okay. Also, wir haben es geschafft, aber hier in der Mitte der Pfeiler, das hat wohl nicht so viel Sinn gemacht. Da habe ich den wohl an der falschen Stelle positioniert. Denn, siehst du, Mekwuragu, Moment, ich mache das mal anders. Ich trage erstmal hier unseren Namen ein. Gehen wir auf okay, dann können wir uns das nämlich nochmal anschauen. Denn, ja, die Pfeiler in der Mitte sind so ziemlich alle stehen geblieben, trotz der großen Zündung. Das hat also irgendwie leider nichts ausgemacht, aber wir haben es natürlich geschafft. Unser Ziel ist erreicht. Das heißt, wir können zur nächsten Mission gehen. Ja, dafür vielen, vielen Dank für den Tipp. Hat also auf den ersten Versuch sofort funktioniert. Und jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir eine Schwimmhalle. Wow, wow, wow. Okay, wir gucken uns mal die Schwimmhalle an. Gucken mal das Briefing rein. Die sehr alte Schwimmhalle aus den 60er Jahren soll durch einen Neubau ersetzt werden. Gebäude aus der Zeit zeichnen sich hohe Fähigkeit der Träger aus. Ah, bedachte daher den Bedenke. Wähle daher den Typ der Sprengladung mit Bedacht. Oh, Typ D haben wir. Da ist was richtig Heftiges. Davon haben wir zwei Stück. Die Halle soll fallen. Also weiß ich definitiv schon mal, dass die zwei Typ D bei mir hier in den Mittelträger laufen. Das heißt, wir wählen die auch als erstes mal aus. Werden die mal schön hier unten in die Ecke setzen. Typ D hatten wir noch gar nicht. Wow, da bin ich ja mal richtig gespannt. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, was passiert, wenn ich da in das Schwimmbad reinfalle. Kann ich da reinfallen? Ja, ich kann da rein. Komme ich da auch wieder raus? Nee. Okay. Da. Ich kann zwar springen, aber da komme ich jetzt nicht mehr raus. Das heißt, ich bin jetzt hier drin gefangen. Das ist ungünstig. Aber nun. Gut, die Halle soll ja hier sowieso fallen, also was soll's, dann fallen wir halt mit. Es wurde auch nur von der Halle gesprochen. So, und jetzt haben wir natürlich einiges an Sprengungen. Das heißt, wir gehen auf alle Fälle schon mal auf Zündkreis Nummer 2. Gehen da auch mal auf eine halbe Sekunde. So, jetzt will ich mal gerade gucken, Portale, Start. Ah, Start, da kann ich auch wieder rausgehen. Oh, ich komme doch wieder raus, okay. Wunderbar. Ja, ich, achso, ich bin jetzt hier draußen sogar. Schick. Okay, das gucken wir uns jetzt mal von der Entfernung an. Oh, ich laufe gerade, glaube ich. Ne, ich falle gerade. Oh, das, Schwimmbad entfernt sich gen Himmel. Aha. Ich bin hier jetzt in der Stadt und das Schwimmbad ist weg. Ne, ist, glaube ich, nicht so das, was wir wollen. Ich gehe dann doch nochmal an den Startpunkt, ist vielleicht besser. Gucken wir aber erstmal um, wo ich jetzt hin muss. Ich laufe mal hier die Rampe runter. Oh, ich dotze die Rampe eher runter. Gut. So, das ist also jetzt das große Projekt hier. Und ich glaube hier unten drunter, das weiß ich gar nicht, ob wir das mitsprengen müssen oder nicht. Können wir natürlich mal testen. Wir gucken aber erstmal, dass wir jetzt unsere großen Sprengstoffmengen noch unterbringen. Machen wir mit Typ C weiter. Ich denke mal, das Wichtigste wird sein, hier diese Pfeiler zu vernichten. Beziehungsweise kaputt zu kriegen. Also werden wir auf alle Fälle mal ziemlich weit oben. Vier Stück haben wir davon. Ne, das sind die zweitstärksten. Dann setzen wir die in die Ecken rein. Ich glaube, das macht Sinn. Vielleicht hier so sogar weiter unten. Mal gucken, ob das was bringt. Setzen wir jeweils in eine Ecke so eine Sprengladung rein. So. Oh, das klappt sogar von dem Räumlichen her. Hier laufe ich aber doch zur Sicherheit mal ein Stück vor. So. Okay, so, jetzt haben wir Typ B auch noch welche. Die nehmen wir aber auf den Sprengkreis 3.
Machen wir auch eine halbe Sekunde. So, Sprengkreis 3, auch 4 Stück. Würde ich sagen, 4 Stück haben wir davon. Setzen wir in jede Himmelsrichtung sozusagen mal ein. Das sollte eventuell auch noch einen Vorteil bringen. Vielleicht sogar hier weiter in die Ecke rein. So, Zündkreis 4. Haben wir jetzt noch die 10 Stück Gruppe A. 10 Stück, mal kurz gucken. Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dann können wir das vielleicht sogar so platzieren, dass wir die einfach hier oben in jede Ecke einen reinsetzen. Und dann bin ich mal gespannt, ob uns das diese Prozente, die wir brauchen, dann bringt. So, alle können wir nicht mit ausfüllen, aber wir müssen natürlich gucken. So, dann gehen wir mal ein Stück vor. So, dorthin. Nein, dorthin, dass wir das nach Möglichkeit ja so vielseitig wie möglich umsetzen. Und dann haben wir da oben noch einen an die Decke. Und einen hier noch in die Mitte. Ach, wir haben gar keinen mehr. Gut, okay, dann flitzen wir hier mal runter. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz entfernt in der Ecke. Und dann werden wir das mal ausprobieren. So, da lassen wir auch die eine Sekunde. Sieht richtig interessant aus. Wir starten mal die Zündung. Mal gucken, ob das auf Anhieb funktioniert. 61% brauchen wir. Jetzt geht's rund. Okay, 31%, das ist ganz schlecht. 31% ist wirklich sehr wenig. Oh, oh. Ach du lieber Gott. Ist ja fast alles stehen geblieben. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Wieso ist denn der mittlere Träger da nicht runtergefallen? Den habe ich auch. Der ist so massiv, das heißt, der bleibt dann stehen. Okay. Ja, die Pfosten hat es zerlegt, aber den Rest nicht. Das ist ganz blöd. Das heißt, diese Variante war wohl nicht so ganz die richtige. Oh, dann machen wir das jetzt mal anders. Dann gehen wir jetzt nochmal auf Typ D und setzen mal hier die 2 Stück direkt hier oben drauf. Mal gucken, ob das eher was bringt. So, dann gehen wir auf Zündkreis 2 und C. Und werden diesmal nicht die Pfosten nehmen, sondern wir werden die Fenster hier mal nehmen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, mit Typ B haben wir auch 4 Stück. Da gehen wir auf Zündkreis 3. Da würde ich sagen, bum, bum. Ist die Frage, müssen wir das Becken da unten auch sprengen oder nicht? Das ist jetzt die Überlegung. Wir probieren es erstmal auf die Variante. Also 1, 2, 3, 4. Obwohl, das ist hier ein ziemlich kleines Fenster. Ich würde... Ah, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich würde dann doch eher gern das größere nehmen. So, dann gehen wir hier wieder raus. Beckenrand. Beckenrand ist gut. Beckenrand ist schön. Ja, Beckenrand ist sinnvoll. Okay. Oder müssen wir das ganz anders handeln und einfach unten den Beckenrand raussprengen? Puh, das könnten wir mal probieren, wenn das jetzt nicht hinhaut. Wir haben noch 10 Sprengladungen Typ A. Die werden wir auch dementsprechend nochmal platzieren. Und zwar würde ich sagen, erstmal überall dort, wo noch nichts anderes ist. Auf dem Zündkreis 4. So, da muss noch einer hin und da hinten müssen auch noch 2 hin. Einer da, einer da. So, und jetzt haben wir noch 4 Sprengladungen übrig. Die setzen wir mal auf Sprengkreis 5. Und da haben wir noch 4 Stück. Also einen dann dorthin, einen dorthin, einen dorthin, einen dorthin. Mal gucken, ob wir damit weiterkommen. Wir könnten uns eigentlich auch mal so eine Sprengung von hier drin angucken. Ich weiß, wir sind ja eh nicht zu zerstören. Also probieren wir das mal und zünden das mal. Halt, vorher müssen wir noch vielleicht ein bisschen hier an den Zeiten schrauben. Ich setze das mal auf 0,6 runter. Und die Decke, ja, machen wir auf 0,4 und schauen mal, wie das jetzt hier wird. Von hier drin habe ich mir das noch nie angeguckt. Oh, okay, die Mission ist gescheitert. Ich bin von einem Trümmerteil getroffen worden. Okay, ich dachte, wir wären unverwundbar. Hätte ich das mal gespeichert vorher. Das sah nämlich so an sich gar nicht schlecht aus. Ja, die Frage ist jetzt, also dann müssen wir das Ganze nochmal starten. Gut, also Zündkreis 2 Typ C.
Ei, 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 ei. 4 Stück haben wir davon. Das heißt 1, 2, 3, 4. So, Zündkreis 3 ist dann B. Und unsere Zeit ist schon wieder um. Das ist gar nicht schön. 1, 2, 3 und 4. Und Zündkreis 4 haben wir die A. Da wollten wir dann überall dorthin setzen, wo im Prinzip kein anderer sitzt im Moment. Das heißt, hier müssen wir noch einen hinpflanzen. So. Da haben wir überall. Da haben wir auch noch keinen hingesetzt. Da hinten in der Ecke, da glaube ich, fehlt noch einer. So, das fehlt. So, und dann wollen wir hier die Decke noch ein bisschen besprenken. Halt, die nehmen wir aber auf Zündkreis 5. So, dann hauen wir die Decke noch ein bisschen kaputt, aber die machen wir mal so ein bisschen hier im Versatz. Vielleicht bringt das auch noch was. So, und das geht auch genau auf. Aber jetzt heißt es dann, auch wenn wir ein bisschen überziehen, schnell mal hier raus. Und dann doch auf die Seite, weil also vom Trümmerteil getroffen werden ist wohl doch nicht das Schöne. Kann man sich also doch so nicht ansehen. So, jetzt sind wir soweit eigentlich wieder klarstellen. Entsprechend, ich glaube, den Zündzeitpunkt doch ein bisschen später ein, dass das alles erstmal so ein bisschen reagieren kann. So, und der letzte Versuch. Wir speichern aber mal die Daten der Mission. Halle 1, Sö. Und das zünden wir noch. Die Folge ist zwar schon rum, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das jetzt noch kaputt. Hört sich soweit ganz gut an. Mindestquote ist erfüllt. Ja, auch die Schwimmbadhalle muss nun weichen. Das, was wir erfüllen sollen, haben wir erreicht. Jawohl, Glückwunsch, Sprengung ist beendet. Ja, das gefällt mir. Aber da das eh sowieso jetzt hier vorbei ist, will ich nochmal schnell gucken, was wir erreicht haben. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Explodiert zu sein scheint auch alles. So, okay, da hatte ich keinen Böppel wohl dran. Ansonsten sieht das hier ziemlich gut aus. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schönes Ergebnis. Wir gucken jetzt nochmal schnell, was uns morgen erwartet. Da haben wir ja dann nach der Schwimmbadhalle noch was, nämlich einen Bahnhof. Wow. Danach kommt ein großes Stadion, danach kommt ein Trockensilo. Also es wird richtig interessant. Da geht's aber morgen weiter. Für heute war's das. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Dann gibt's auch wieder Hausaufgaben für die nächste Woche. Servus und tschüss.